Fahrräder kauft man in Schwetzingen. Bike & Fun, Ihr Fahrradhändler in Schwetzingen. Herzlich willkommen an Sie alle, die kleine europäische Gruppe, die Wetter beeindruckt oder unbeeindruckt, je nachdem, gebildet wurde. Ich freue mich sehr, dass Sie hier Station machen in Schwetzingen auf dieser europäischen Tour. Ich freue mich sehr, dass die Europa-Union, die ja überparteilich ist, hier auch stark dahinter steht. Ich bin ja selber Mitglied inzwischen. Ja, vielen Dank, Herr Pöltl oder Dr. Pöltl, dass Sie uns hier empfangen haben. Das Thema oder die Idee im European Cycling Tour ist ein Projekt der europäischen Integration. Denn gerade dadurch, dass man durch die unterschiedlichen Länder, also angefangen damals hier Ernst Piel und Dolph Pleiter sind so die Initiatoren von dieser Ideen-European Cycling Tour, angefangen von einer Tour von Brüssel an die russische Grenze durch Polen, danach durch Irland, eben mit Bürgermeistern, mit der Europäischen Kommission, hat man dann das Verständnis dafür gewonnen. Ja, was läuft in den Ländern? Wie ist die wirkliche Situation? Und die ist eben nicht teilweise so, wie man es vielleicht kurz mal etwas vordergründig durch einen schnellen Ausschnitt aus den Medien erfährt. Ich bin meinerseits überrascht, dass eigentlich gedacht werde, ich würde mit dem Fahrrad kommen, weil das hatte man mir vorher so nicht gesagt. Ich habe aber eine Idee. Hat die Stadt Schwetzingen denn ein Dienstfahrrad? Ja. Dann werde ich dieses entführen und mit Ihnen gemeinsam nach Brühl weiterfahren. Eigentlich teilnehmen zu können, weil es sind doch sehr häufig nicht die großen Dinge, die im Bewusstsein der Menschen die Bedeutung der europäischen Einigung, der vielen tollen Dinge, die geschaffen wurden in den letzten Jahrzehnten, bewusst machen, sondern es sind viele kleine symbolische Aktionen. Wenn jetzt hier in der Schwetzinger Zeitung über Ihre Aktion und den Hintergrund berichtet wird, dann lesen die Menschen das und sie empfinden dabei etwas, weil es eine Geschichte ist von Menschen wie Sie selbst, die sich für eine Idee einbringen. Oberbürgermeister Dr. René Pöltl, Sie hatten heute besondere Gäste hier in Schwetzing. Wer war das genau? Es war eine Radgruppe, die aus Anlass der Europawahl unterwegs ist in Europa. Sie sind in Österreich am Bodensee in Bregenz gestartet, waren über den Schwarzwald, Freiburg, Colmar hierher unterwegs, haben heute hier einen Zwischenstopp gemacht. Das sind alles aktive oder ehemalige Mitarbeiter, die in Europa arbeiten, zumeist in Brüssel, manche auch in Straßburg, und die aufmerksam machen wollen auf diese sehr wichtige Wahl und auf den europäischen Gedanken. Was genau haben Sie den Radfahrern mitgegeben an Ideen aus Schwetzing für Europa? Zwei Gedanken. Der erste, dass Europa von den Menschen gelebt werden muss. Es ist ja die ureuropäische Idee des Miteinanders und nicht des Gegeneinanders, wie in den kriegerischen Jahrhunderten davor. Und das können vor allem die Kommunen leisten. Das heißt, wir vor Ort mit unseren Partnerschaften, zum Beispiel Schwetzing mit Frankreich, Ungarn und Italien, wir sind die, die eigentlich die europäische Ebene leben, von Mensch zu Mensch. Und das sollte Europa nicht vergessen. Und das Zweite ist, dass die Menschen vor Ort eigentlich ihre Dinge selber regeln wollen. Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Gedanke, dass Europa sich an den Stellen, wo die Menschen vor Ort ihre Dinge selber am besten wissen und regeln können, auch sich zurücknimmt. Weil es ist doch so, dass die Menschen es als einen relativ großen Regulierungswahn empfinden, ob zu Recht oder nicht zu Recht. Aber wir vor Ort, hier in den Kommunen, wissen doch am besten, was für uns gut ist. Und wenn Europa sich da ein bisschen zurücknimmt, dann ist es am Ende deutlich mehr wert. Taxi 7676, ein guter Ruf für alle Fälle.